Das ist gerade ein Giga-Gamer. Das ist gerade wirklich ein Gamer-Kapitel G. Okay, geht das Mikrofon wieder? Immer noch. XD. God damn it. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Tut mir leid. Ja, muss mal gucken. Ja, dann kann ich das so. Oh. Rude as fuck. Oh no. Oh mein Gott. Maxi spielt mit Noise Cancelling Headphones, damit er sich den Hate nicht anhört. Ja, das kann doch sein, dass irgendwas in der Nähe stört. Das Hackling bei 7 Leuten. Oh, Wobbel. Wobbel, ja, klar. Oh mein Gott, das war Ball. Ja. Oh no! Nazi. Nanos. Haben die so eine Bluetooth-Kopfhörer? Oh, so eine Bluetooth-Kopfhörer. Sind das die schon die ganze Zeit? Keine Ahnung. Ein Satz? Hey, Jojo. Ist besser? Das ist besser jetzt? Jojo live. Was geht? Technically true, I guess. Bis zu dem traurigen Tag, wo nicht mehr. Jojo lebendig. Ich glaube, Jojo... Oh mein Gott! Oh, ich glaube, Jojo wird ewig leben, tatsächlich. Ich glaube, tatsächlich Jojo lebt. Verglichen mit uns. Wahrscheinlich, Jojo wird wahrscheinlich jetzt schon so 400 sein zu diesem Zeitpunkt. Jojo ist ein Drache, deswegen. Er ist nicht 12, er ist ein Drache. 300 Jahre. Larry ist nicht weiß. Larry ist durchsichtig. Schmale. Schmale. Schmale David. Alter. Marlington, my man, mit den Icicle Escalators. Dann das 1-3 Comeback. Schau jetzt mal die Sorte. Backdrop, so hype. Oh, oh mein Gott, das ist Bowser. Das ist Icicle, keiner weiß es. Der ja, beschissene Fox, wenn der so die ganze Zeit Jump und Up-Airs macht und der somersaultet sich so über die Stage wie so eine Todesspirale. Jabos Resettos, sprach Harry in die Kamera. Oh no. Aber zum Glück, sickester Comeback-Move von uns haben. The Upest of Bees. Und weißt du warum? Weil Ice Climbers ist natürlich so immer so, so kommen sie auf den Summit. Sie haben ja nicht mal so Pickaxe oder sowas. Das heißt, sie haben einfach so einen Hammer dabei, for no reason. Ich finde es eigentlich einfach nur, dass ich habe. Sie sind mehr so Ice Wanderers. Weil was sollen sie denn climben? Aber sie haben halt das Delay. Sie jumpen den Berg. Die heben nur mal sich gegenseitig. Ja, ja, sie werfen sich so den Berg hoch. Das ist mega crazy eigentlich. Das ist schon Sport. Schon Sport, ja. Die Eisies wiegen ja nichts. Das sind bekanntlich Kinder. Ja, nicht mehr das. Das Weight ist ja festgelegt. Zum Glück wissen wir solche Sachen. Oh! Oh. Everyone is here, Jojo. Jeder ist da. Jojo, weißt du, wenn du hier wärst, wüsstest du, wer da ist. Stimmt, Jojo, warum bist du nicht hier in jenem Moment momentan? Hirachi? Detektiv Pikachu? Auch heute ein Kairachi? Detektiv Pikachu? Niemand ist dabei! Boah. Das war schon frech gerade. Oh, okay. Not good. Oh, tricked, Alter. Oh mein Gott, Marley. Bob Marley.
getting shined. Couldn't be me. Das könnte auf jeden Fall du sein. It's regularly me. Wortwörtlich. Okay. So überlebt. Das ist extra da. Hat er extra gemacht. Okay. Ich finde tatsächlich, dass das, wie Mali spielt, wahrscheinlich sehr für Sopo funktioniert, weil halt. So, ich habe das Gefühl, die meiste Zeit macht er eh sehr viele Sachen, die einfach nur Sopo mit noch einem extra Damage dran ist. Ja, ja. Das ist so. Oh, Jojo ist das RNG, der RNG-Charakter. Ah, und Hyde, das ist auch geil. Ich glaube, sein Sopo wird wahrscheinlich. Oh! Ah. Sein Sopo ist der Sobel, den wir gerade sehen. Nice. Einfach. Macht Mali manchmal so den Yeas, nachdem er gewinnt? Ich würde ihn so einschätzen. Ja, alle alten Spieler sind derselbe Mensch. Ja. Aber er muss Spiel mit Sopo und that's why. Was ist das denn passiert? Gleitet auf the stage. Ich soll liebe Grüße sagen von Jan, dem Dritten, mit dem ich gestern kurz gespielt habe. Er ist vom Booster Shot richtig zerstört, aber er macht das alles für uns. Für nein, die Kids. Das ist ein King. Wirklich ein King. Und nächstes Mal ist er wieder da. Hey, es war wirklich der King. Jedo C. Jan, der König. Der Königliche. Ja, ich habe mich dann tatsächlich schon grüßen lassen. Von meiner guten Freundin Yuiko, die gerade nach Berlin gezogen ist. Oho. Und dann bei Jans Mitbewohner untergekommen ist. Nein. Weil ich. Homie. Weil ich dem. Die dann ist ja ein Kumpel von ihr. Okay. Und ich habe dem Jans Zimmer halt. Das ist ein Zimmer in Jans Wohnung besorgt damals. Wohnen eigentlich alle Smasher über so zwei Ecken ja. zusammen quasi? Ja. Ja, ne? Eigentlich schon. Also, yes, also Maxi und Marius zum Beispiel auch. Ja. Ich zum Beispiel nicht. Mario wäre fast bei mir eingezogen, als er stattdessen dann zum Off-Target gezogen ist. In der Zeit hatte ich ein Zimmer frei und es hätte so fast geklappt. Ey, ist also wirklich? Das ist so an so Details gescheitert im Prinzip, aber wenn er... Weil Let's Smash ist einfach eigentlich eine große Idee. Aber was ich meine ist, ich glaube über so vier Connections, man kennt ja so über sieben Connections jeden auf der Welt. Ja, oh, Tuff, aber ich glaube, ist da über, vier kennst du über drei kennst du die gesamte Smash-Community selbst. Ja, auf jeden Fall. Kannst du nicht gehen, das war's. Ah, Tuff-Cup ist da jetzt. Tuff-Cup? Tuff-Cup 21? Ja, ich glaube, also ziemlich viele so von den Amis, die Nicky zum Beispiel nicht kennen, die würde zum Beispiel ich kennen, weil ich ja genau. Running the Sport bin. Oder Eis. Dann ist man so. Der Toff hat ja alles, oder? Zum Beispiel Toff, ja, ich habe mit Toff ein bisschen gechillt in Japan. Toff? Toff. Mich mehr gewundert über die Aussprache, als ich weiß, wer das ist. Toff. Chris. Toff. Christoph. Ich wurde ja in Melee-Podcast einmal outgeschautet. Oh nein. Weil es gibt scheinbar einen anderen Komobi. Wirklich? Ich wusste das auch nicht. Heißt du deswegen wieder Konati? Komobi aus Colorado oder so? Komobi aus Colorado? Okay, ist das so weird? Viel besser als Komobi. Er ist aus irgendeinem amerikanischen Staat. Und Tor war so, wow, you mean, you know the German Komobi? Und er so, nah, aber warum kommt California? Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendein Bundesland in Amerika. Oh nein, Mann. Und dann meinte Tor so, ja egal, dann schaut ich ihn aus. So. Dann hat er mich ausgeschaut. Oh. Also das war sehr, sehr ja, so. Das Tor ist einfach ein Homie. Ja, ist schon er wirkt ja, als ein richtiger Homie. Ein Bro. Ein Bro-Homie sogar. Ein Bro-Homie. Er ist ein Brownie. Oh, nicht schon wieder. Schon wieder, oh nein. Oh mein Gott, macht's. Ist echt krass verwirrend, nur hier das zu sehen. Es ist so, es ist so cursed, Digga. Wenn das Spiel aufhört, dann steht das Bild für das Game. Das ist so cursed. So ist das, du gehst ja im Game. Ich finde das so im Background. Aber wirklich stehen die Charaktere noch auf der Stage und so. Aber ja, die waren auch im Background. Tut mir leid. Aber es steht nur ein Charakter auf der Stage. Pferd. Oh. Komm schon, Nana, das bist du dumm. Einfach noch so. Ja, Digga, komm. Weißt du, was geil wäre? Dass wenn du im Star-KO wärst, könntest du noch so Nana controllen für eine Sekunde. Ja, Mann. Und dann noch einfach so rumlaufen und noch andere. Oh. No. Nee, wenn man einfach die Pads drückt, dann ändert man den Charakter. Ja, das wär's. Oh, nee. Das wär sowieso ein mega Teil. Das Ende war etwas gemacht.